Ganz verbannt haben die Steelers ihren bösen Buben nicht. Ben Roethlisberger durfte an einem Wohltätigkeitsgolfturnier des Teams teilnehmen. Vor die Presse trat Big Ben nicht, aber die Kameras fingen eine entspannte Atmosphäre im Umgang mit seinen Mitspielern ein. Sein Wide Receiver Heinz Ward begrüßte die Teilnahme Roethlisbergers. "Ich bin stolz auf ihn, dass er sich heute hier zeigt", sagte er der Presse. "Sein Leben ist ja nicht vorbei. Er muss mit dem, was er gemacht hat, fertig werden. Heute hier mitzuspielen war ein erster Schritt." Der Mensch lernt nicht aus. Auch nicht der NFL-Spieler. Tony Romo zum Beispiel, dem Golf oft wichtiger war als sein Arbeitgeber, verzichtet tatsächlich auf die Teilnahme an einem Turnier, weil zur gleichen Zeit ein Trainingslager der Cowboys stattfindet. Am gestrigen Montag erschien der Quarterback im Trainingscamp seines Teams, obwohl zeitgleich ein Qualifikationsturnier für die nächste Runde der PGA-Tour stattfand. Sein Statement, das er der Presse gab, klang etwas komisch. "Natürlich mache ich das, was ich am liebsten mache. Und ich bin am liebsten bei meinem Arbeitgeber", sagte er. "Meine Teamkollegen und Trainer wissen, dass ich nichts lieber täte, als hier mit ihnen zu arbeiten." Ganz neue Töne des Altherrensportliebhabers. Nach der letzten Saison trat Kurt Warner in den Ruhestand. Der Quarterback, der in der NFL für die Rams, Giants und Cardinals gespielt hat, beendete seine Karriere mit der Chance, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Eines seiner alten Teams wird ihm zu Ehren das Trikot mit seiner Nummer 13 zur Ruhe setzen, die Iowa Barnstormers. Das Spiel des AFL-Teams wird am Freitag vom NFL-Network übertragen und Warner wird als Co-Kommentator tätig sein. Warner spielte 3 Saisons für die Barnstormers und warf 183 Touchdown-Pässe. Andre Johnson will einen neuen Vertrag. Der Wide Receiver der Texans ließ das erste Minicamp des Teams aus und er weiß noch nicht, wann er wieder an Teamaktivitäten teilnehmen wird. Der aktuelle 8-Jahres-Vertrag des viermaligen Pro Bowlers läuft noch 5 Jahre und ist 60 Millionen Dollar wert, davon sind 15 Millionen garantiert. Johnson sieht seine Leistung aber, berechtigterweise, eher in den Kategorien von Arizonas Larry Fitzgerald und Miamis Brandon Marshall. Der unterschrieb bei den Dolphins für 5 Jahre und garantierte 47,3 Millionen Dollar. Die Texans wissen, was sie an Johnson haben. Ob sie ihn entsprechend entlohnen werden, bleibt abzuwarten. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.